dem Radio Z Literatur Sofa sitzt jetzt Ralf Klein. Er ist Verfasser des Buches Moderne Piraterie, erschienen bei Assoziation A, ich glaube in diesem Jahr. Im Mai, ja. Es geht um Piraten, es geht um die Piraten, die vor der somalischen Küste, sage ich mal, ihr Wesen oder Unwesen treiben. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen genauer gleich drauf kommen. Und schon auf der ersten Seite wird aber eigentlich klar, dass du in deinem Buch so ein ganz anderes Bild zeichnest von den Piraten, als das der Mainstream eigentlich so tut. Wie ist denn dein Zugang zu dem Thema überhaupt? Du bist Historiker. Ich bin Historiker und hielte Piraterie eigentlich immer für historisch erledigt. Ich dachte, das wäre so um 1840, 1850 vorbei gewesen. Und dann war ich sehr erstaunt, als ich dann so ab 2005 etwa zunehmend Presseartikel las, die über piratische Attacken vor der somalischen Küste berichteten. Also wenn man so will, hat das Ganze bei mir mit einem Erstaunen angefangen. Und gleichzeitig mit einem Misstrauen, weil alle Berichte, die damals erschienen sind, sehr einseitig über diese Piraten berichtet haben. Und mit diesem Erstaunen und diesem Misstrauen bin ich dann sozusagen in See gestochen und wollte wissen, was sind das überhaupt für Leute, was passiert da tatsächlich vor Ort, was machen die mit dem Geld und wie wirkt das sich eigentlich auf die somalische Gesellschaftsstruktur aus, wenn da auf einmal Piratencrews sind, die Multimillionen Dollar Einkommen erzielen. Du hast es schon angesprochen, bei dem Bild Piraten ist, kommt mir der rote Korsar in den Kopf, man hat so Bilder von Säbeln und Segelschiffen. Der rote Korsar ist ein sehr gutes Stichwort, weil das ist natürlich der einzig gute Piratenfilm, den es jemals gab. Vor allem deshalb, weil Burt Lancaster in der Hauptrolle in der Anfangsszene des Films seine Mannschaft zusammenruft. Er steht hoch oben über dem Deck in der Takelage, ruft seine Mannschaft unten auf Deck zusammen und sagt ihnen dann, Leute, stellt keine Fragen, glaubt nur, was ihr seht. Nein, nicht einmal die Hälfte davon. Und diese Skepsis habe ich auch versucht, in meinen Recherchen zu Somalia an den Tag zu legen, weil man sehr schwer seriöse Informationen rauskriegt. Also ein ganz wichtiger Unterschied zu den Piraten des 17. Jahrhunderts, so habe ich das rausgelesen aus deinem Buch, das sind nicht so einsame Kämpfer, die dann vielleicht ein Inselchen haben, wo sie ihren Piratenstaat aufmachen, sondern die sind ja irgendwie ein Stück weit eingebettet in diese soziale Struktur in Somalia. Was für eine Rolle spielt das? Die somalischen Piraten sind ohne die Gesellschaftsstruktur überhaupt nicht denkbar. Sie sind Produkte dieser Gesellschaftsstruktur. Die entscheidende Sozialstruktur, um die es hier geht, ist die der, auf Deutsch würde man vielleicht sagen, Großfamilie, ein Verband von etwa 200 Menschen. Diese Sozialverbände sind genossenschaftlich organisiert, was unter anderem bedeutet, dass jeder einen Teil seines individuellen Einkommens in einen gemeinsamen Topf tun muss. Das gilt auch für die Piraten. Sie kommen aus diesen Strukturen und sie müssen einen Teil ihres piratisierten Einkommens dann auch in diese Struktur zurückgeben. Wenn diese Struktur wegfiele, hätten sie keine Möglichkeit, irgendwelche Ressourcen zu bekommen, die sie benötigen, um überhaupt in See stechen zu können. Also es ist von vornherein ein sehr gemeinschaftlich angelegtes Unternehmen, die Piraterie. Einer alleine könnte da gar nichts machen. Es ist auch nicht möglich, dass einer hingeht und Leute sozusagen einfach anheuert oder ihnen befiehlt, womöglich mit ihnen jetzt in See zu stechen oder sie shanghait, wie das die klassischen Piraten zum Teil gemacht haben. Es ist ein Akt der kollektiven Selbstermächtigung unter bestimmten Bedingungen. Die ganze Geschichte beruht unter anderem auch auf der alten Tradition, die das piratische Gewerbe in Somalia einfach hat, seit über 1000 Jahren. Die ältesten Berichte über somalische Piraten gehen schon in die Antike zurück. Und durch die Zeiten ziehen sich immer wieder Berichte von somalischen Piraten. Also auch die klassischen Piraten der Karibik sind damit konfrontiert worden im 18. Jahrhundert. Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist uns jetzt nur nicht so bekannt, weil die niemals wahrscheinlich nach Europa gekommen sind, diese somalischen Piraten. Somalische Piraten waren, soweit ich weiß, nie in Europa, aber ihre nordafrikanischen Brüder haben im 17. und 18., auch noch im 19. Jahrhundert zum Beispiel vor der Nordseeküste bei Hamburg und Bremen und Lübeck geräubert, was das Zeug hielt. Was ist das Selbstbild dieser Leute, die da mit so einem kleinen Kahn in See stechen und versuchen, Schiffe zu entführen? Wie sehen die sich selber? Also das Wort Pirat
gibt es überhaupt nicht in der somalischen Sprache. Die Selbstbezeichnung würde so etwas bedeuten wie Savior of the Sea im Englischen, also sowas wie Schützer der Meere oder sowas. Auf Deutsch aber meistens übersetzt als Küstengarde, also in einem militärischen Kontext gestellt. Die meisten Piraten sehen sich als legitime Verteidiger ihrer Ressourcen und ihrer Lebensbedingungen, weil internationale Raubfischer in den vergangenen 20 Jahren das Meer vor der somalischen Küste weitgehend leer gefischt hatten und damit den lokalen, von Fischerei abhängigen Communities die Lebensgrundlagen von denen zerstört hatten. Dazu kamen jede Menge Giftmüllverklappungen in verschiedenen Bereichen der Küste, die zum Teil die Strände vergiftet und auch Krankheiten der Bevölkerung verursacht haben. Also sie sehen sich als so eine Art Verteidiger von Lebensgrundlagen und als Männer, sind fast alles Männer, die die kollektive Lebenssituation verbessern helfen. Was ich mir immer nicht so ganz vorstellen kann, also ich habe jetzt in deinem Vortrag auch gehört, das sind irgendwie circa 20 Schiffe, das ist eine richtige Armada, unterwegs, um diese Piraten davon abzuhalten, Schiffe festzuhalten, Lösegeld zu nehmen. Da gibt es AWACS-Aufklärer, die die beobachten, da gibt es Drohnen. Wie schaffen die das? Also ich meine, es ist ja bekannt in der Handelsschifffahrt, dass diese Gegend, dass es da passieren kann, dass man auf Piraten trifft. Wie schaffen die das dann doch immer wieder? Das kann ich mir gar nicht so richtig konkret vorstellen. Naja, trotz allem sind es noch zu wenig Kriegsschiffe und zu wenig Überwachungsflugzeuge, um so ein riesiges Gebiet wie den Indischen Ozean zwischen dem Horn von Afrika und Südindien zu überwachen. Auch die Hubschrauber, die an Bord sind, haben nur einen begrenzten Radius, wo sie handeln können. Dazu kommt, dass die Somalis Schiffe benutzen, die für Radar auch nicht so gut zu sehen sind. Die sind einfach zu klein. Die Radars der Kriegsschiffe sind auf einen kriegerischen Kontext ausgerichtet. Und in einem kriegerischen Kontext rechnet ein Hightech-Piratenjäger nicht mit so einem kleinen Holzboot, was es angreifen könnte. Von daher können sie manchmal der Überwachung entkommen. Es gibt ja eine Geschichte, die einem doch ein bisschen zu denken gibt. Du hast beschrieben, dass die Gelder, die da durch die Lösegelder Land fließen, dass es eigentlich auch eine positive Funktion hat, dass die Armut zumindest ein bisschen milder, dass da Geld ins Land kommt. Aber man hört ja schon auch immer wieder mal, dass es möglicherweise Verbindungen zu Terroristen oder zu dieser islamistischen Organisation gibt. Wie steht es denn damit, deiner Kenntnis nach? Da gibt es überhaupt keinen zuverlässigen Beleg für. Das sind tatsächlich Geschichten, die gerne erzählt werden, um die eigene Politik der Piratenjäger zu legitimieren. Die einzige Geschichte, die ich für halbwegs glaubhaft halte, ist die, dass in einem bestimmten Hafen in Haratere, dass dort Al-Shabaab-Milizen von den Piraten verlangt haben, dass sie einen Anteil ihres piratisierten Geldes, quasi eine Steuer, an Al-Shabaab zu entrichten hätten. Soweit ich weiß, hat es Kämpfe gegeben zwischen Al-Shabaab und den Piraten, die dazu geführt haben, dass die Piraten sich einen anderen Ort gesucht haben. Ein somalischer Kommentator meinte dazu, Al-Shabaab sei nicht zur Piratenparty eingeladen. Und selbst amerikanische Militärs, die es sicherlich genau wissen, sagen, dass das an dieser Geschichte nichts dran ist. Jetzt wissen wir ja aus eigener Erfahrung in Europa, Raub ist ein guter Ausgangspunkt. Eine Gesellschaft kann so vielleicht irgendwann dahin kommen, sich eine aufgeklärte Demokratie leisten zu können. Wie sind denn die Chancen für Somalia? Die neue Piraterie-Saison hat gerade nach dem Monsun begonnen. Wird das eine Weile noch weiterlaufen und es ist demnächst aus mit der Piraterie? Das kann ich unmöglich vorhersagen, weil die somalischen Piraten einerseits sehr einfallsreich sind, was ihre Handlungsmöglichkeiten angeht, ihre Strategien. Und zum anderen denke ich, dass die alle möglichen Interessen haben, aber bestimmt nicht die, einen Zentralstaat oder einen Staat überhaupt entstehen zu lassen oder zu unterstützen, egal ob ein demokratischer oder ein anderer. Ich sehe, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, wie es sich entwickeln könnte. Eine davon ist so eine Art Professionalisierung. Das heißt, es würden sehr gut organisierte, technisch gut ausgestattete Piraterieunternehmen entstehen. Möglicherweise würde dann in so einer Art sich selbst erfüllender Prophezeiung das entstehen, was heute noch nicht da ist, nämlich eine Form von außen gesteuerten kapitalistischen Raubunternehmen, die aber nichts mehr mit den ursprünglichen Piratenschiffen in Somalia zu tun hätten. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Piraten einfach aufhören zu piratisieren und warten, bis die Bedingungen besser sind. Denn die Kriegsschiffe vor der Küste kosten die
Staaten des Nordens eine unglaubliche Geldsumme. Die Briten beispielsweise haben einige ihrer Schiffe abgezogen, weil ihnen das schlicht und einfach zu teuer wurde. Also denke ich, eine Möglichkeit für die Piraten ist, wir halten den Ball flach, lassen vielleicht mal eine Saison ausfallen und dann fangen wir wieder an. Das größere Problem meiner Meinung nach sind sowieso, für die Piraten sind sowieso nicht die Navies, die Armada, sondern die privaten Söldner, die illegal auf den Handelsschiffen mitfahren. Denn die unterliegen keiner staatlichen oder sonst wie gearteten Kontrolle und ballern auf alles, was sich um ein Handelsschiff herum bewegt. Die haben auch schon etliche Leute erschossen, also nicht nur Piraten, sondern auch irgendwelche Fischer, die sie mit Piraten verwechselten oder vielleicht war es ihnen auch egal, das weiß man ja nicht. Ganz herzlichen Dank, Ralf Klein, fürs Interview. Es ging um das Buch Moderne Piraterie. Es erschienen bei Assoziation A. Es ist ein sehr spannendes Buch. Man kann es auch lesen, ohne Historiker zu sein. Und Moderne Piraterie, Ralf Klein, ganz herzlichen Dank.